Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Direkt zu Anfang der Folge eine kleine Info. Dieses Wochenende werde ich nicht streamen. Dieses Wochenende habe ich mit meiner Gilde ein kleines Event zu machen, ein Raid. Und das wird ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, das ganze Wochenende. Deswegen, ja, es ist mir wichtig, dass ich den Raid mitmache, weil da gibt es zwei Gegenstände, die ich unbedingt haben möchte. Und ja, viel gibt es da sonst nicht mehr zu sagen. Dieses Wochenende ein bisschen, ja, für die Gilde. So, der A-Wert ist fertig, endlich. Einer mehr. Ah, du bist auch bald soweit, ne? Na gut, gehen wir den Rest durch. Wen haben wir denn hier? Pasco Junior. Ich glaube, du wolltest. Du bist jetzt gerade bei L. Ne? Sporthalle. Pasco. Wo haben wir dich denn? Oder hast du das? Pasco. Ah, hat er jetzt voll, ne? Hat er das wahrscheinlich im Stream geschrieben, oder? Dass er L trainieren möchte. Ja gut, da ich mir solche Sachen immer schlecht merke. Ach da, hier doch. Pasco Junior auf 10, alles klar. Alles gut. Dann ziehen wir dir den nächsten ab, und zwar L7.700. Nicht 900, 700. So, sehr schön. Du bist dann soweit fertig. Das Barton 2 ist noch dabei. 14 haben wir hier. So, Deadline. Du hast noch ein bisschen vor dir. Wir ziehen dir mal 800 ab. Was war das? Genau. Deadline. So. Ich habe auch Folgendes überlegt. Wir werden jetzt, wie vorgeschlagen, das so machen, dass wer raus möchte, der sagt einfach, dass er raus möchte. Solange bleiben die Jungs drinne. Es gibt einen speziellen Grund dafür, und zwar einfach Arbeitserleichterung für mich. Ja, weil jetzt fangen alle an, langsam blaue Sachen zu finden. Und ich bin ohnehin wegen dieser Corona-Scheiße immens überarbeitet. Dann bräuchte ich langsam mal Urlaub. Und deswegen richten wir das einfach so ein. So, wo haben wir denn den Bruder? Ich glaube, du wolltest auch auf 10. Bin mir nicht so sicher. Bruder, Bruder, Bruder. Bruder da. Nee, auf 7. Okay. Das hast du erreicht. 7, 7, 10. Alles klar. Dann geh mal zurück. Und da haben wir auch schon einen, der sich da gemeldet hat, der raus möchte, und zwar Joshua. So, Joshua. Zack. Du gehst schon mal raus. Hey, raus, sag ich. Zieh dich. Und diese Jungs bringen uns ein Mr. Handy mit. Nice. So. Und da gibt es noch eine zweite Sache. Und zwar, ich habe mir die letzten Folgen angeguckt, wegen der Bearbeitung, und musste leider feststellen, dass ich viel, viel zu wenig für die Vault tue. Ne? Und weil sich alle ständig beschweren, Herr Zero, ist ja auch kein Wunder, dass du in der Vault verkackst, wenn deine Leute schlechte Waffen haben. Dann machen wir es einfach so. Alle Waffen, alle guten Waffen, die wir besitzen, werden wir vergeben. Wir können ja jederzeit gucken, wo die Waffen sind. Die gehören trotzdem euch. Ne? Aber unsere Jungs dürfen sie benutzen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Deal. Da kann sich auch keiner beschweren, dass meine Vault schlecht ausgerüstet ist. So. Fangen wir direkt mal an. Zack. Dann zack. Du bist schon blau. Du bist nicht blau. Oder können wir die ganzen schönen blauen Sachen behalten und die. Wobei die hier oben sollten einfach eigentlich die stärkeren Waffen haben. Habe ich denen nicht eine Waffe gerade gegeben? Aber die grünen Sachen können wir verkaufen. Schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wir können uns besser gegen die Todeskrallen verteidigen. Den Junkjet lasse ich mal außen vor. Der ist ja speziell anscheinend für die Quest gedacht. Und die habe ich dann keinen Bock zu suchen. So. Und du hast ja noch nie mal eine Waffe. Hier, nimm das gute Messer. Es wurde eh gespendet an die Vault. Ah, stimmt, die war ganz neu. Die war ja ganz neu.
So, ja, hier kommt der Baseballschläger, ist auch noch blau. Alle blauen Sachen können jetzt vergeben werden. Ich werde mal ganz kurz die grünen Sachen, die wir jetzt haben, direkt mal loswerden. Damit ich die nicht immer wieder angucken muss. Wir haben wirklich sonst viele blaue. Der Billardkö ist noch ein bisschen dumm. Apropos Todeskrallen. Wo ist dein Kollege? Oh, ich dachte schon. Was hast du für eine Waffe? Ach, denn hier, oh Gott. Da. Was hast du für eine? Dann nimmst du das Ding. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Kara, dich müssen wir noch anpassen, ne? Na komm, na komm, na komm. Überlebt das. Nice. So, oh, jetzt kommt der Fatman zum Einsatz. Schieß doch einmal. Kaboom. Nicht einem gefallen, aber die kommen ja eh wieder. Der denkt sich, ich bleib hier, die kommen, wir kommen eh wieder. Na komm, einer sollte wenigstens umfallen. Ja, einer ist umgefallen. So wollte ich das auch sehen. Am liebsten hätte ich es natürlich, dass keiner in die Vault einbricht. Wir wissen alle, es ist nicht möglich. So, unser Mr. Handy ist abgehauen. Wir müssen ihn gleich reinholen. Dann haben wir hier endlich drei Mr. Handys. Ach, Kara, hier, du kriegst das Billard-Kö. Viel Spaß damit. Was anderes hast du nicht verdient. Aber wir stehen geblieben. Du hast das Küchenmesser, Baseballschläger. Du hast noch so eine olle Waffe. So. Ja gut, das panzerbrechende Ding war jetzt nicht so der Awesome, ne? Die Awesome-Waffe. Oh, ich hab dich wieder runtergeschickt. Aber es macht nichts, du läufst ja gleich wieder hoch. Ey Mensch! Bis hierhin sind die Todeskrallen gekommen. Das macht mich glücklich. So, du hast schon eine ordentliche Waffe. Jetzt kommst du. Dann kommst du. Und ihr werdet sehen, dann haben wir wieder ordentlich Platz in der Vault. Und mit euch muss ich gleich noch irgendwas anfangen. Hier haben wir noch die 01. Ach ja, ich sollte es nochmal erwähnen, Leute. Wenn ihr mitmachen wollt, dann sucht euch eine Nummer aus. Ich zeige es nochmal hier ganz kurz. Viele schreiben immer noch, gibt mir irgendeinen. Irgendeinen gibt es nicht. Es gibt nur die, die wir haben. Und zwar eine gewisse Nummer müsst ihr aussuchen. Da seht ihr die Nummern, eine einfach auswählen und schon seid ihr die Person. Ich kann auch das Geschlecht ändern, falls euch das Geschlecht nicht zusagt. MWD, wie man heutzutage so schön sagt, kriegen wir auch hin. So. Zeit, dich anzupassen. Erstmal unsere Lieblingsfrisur. Zack. Dann kriegst du graue Haare. Und den Totenkopf. Bitteschön. So, wen haben wir noch? Spartan 1 und Spartan 3. Hier haben wir niemanden vergessen, ne? Deadline, einfach Fabi und 14. Gut, perfekt. So, überlebe Angriff von wilden Ghoul. Das haben wir ja bald. Sammle 150 Waffen. Sammle Kronkorken bei Quests. Wir gehen mal kurz in die Questanmeldung. Da hatten wir wieder welche. Lord Huntington würde sich bei der Zeitumstellung gerne versuchen, wenn sie denn noch da ist. Sie ist noch da. Okay. Ja gut, dann Lordi. Lord Huntington, bitteschön. Ne? Und viel Spaß, versuch dein Glück. So. Ja, ansonsten haben wir bei der Questanmeldung schon mal nichts mehr, das ist gut. Haben wir das abgefrühstückt und wir können sogar einmal ganz kurz gucken, wie das hier mit den täglichen aussieht. Wächter des Ödlands, wilde Ghule. Da würden wir ja wahrscheinlich einen Bewohner bekommen, ne? Oder wir streben das hier an, löse einen Mordfall. Ich glaube, wir haben aber derzeit keine Anzüge, die müsste ich halt erstmal holen. Oh, wir haben den, okay. Nee, wir haben nur einen derzeit. Das lohnt sich nicht.
Dann lass uns ein paar blaue Sachen sammeln. Für unsere Vault. 2? Ah nein, sag bloß, die 2 kann nicht mit. Ah nein. Ach Gott, seid ihr scheiße, Leute. Was ist denn los mit euch? 39! Ah, ich dreh durch. Ja, du musst da noch ein bisschen aufleveln, weißt du was? Wir schicken sie mal alle raus. Einfach damit sie mal ein bisschen was reißen. Level 50 kommen. Eigentlich müssten sie alle Level 50 sein. Dass sie es bis heute noch nicht sind, ist schon Armutszeugnis. So. Der mit dem Fatman, der wird 100 pro 50. Kann ich mir anders nicht vorstellen. So, sehr schön. Das läuft doch. Gut, wir haben jetzt unsere 23.000. Strommäßig sieht es ganz gut aus. Wir haben hier noch einen angefangenen Diner. Der kann weg, der war nur provisorisch da. Wir können uns langsam heranarbeiten an die Waffenfabrik, um diese legendär zu machen. Aber ich würde diese tatsächlich ganz gerne noch nicht allzu schnell machen. Ich würde sagen, wir werden ein paar Leute mit dem Voltec-Experimentbericht machen, ne, wo wir Bewohner bekommen. Und ansonsten werden ja einige Leute gleich noch oder die nächsten Tage wahrscheinlich noch Kinder bekommen, soweit ich gehört habe. Deswegen müssen wir uns da mal ein bisschen zurückhalten, ne? Chillig bleiben. Und stattdessen gucken wir, was wir mit diesen Leuten machen. Also, Mrs. X, du trainierst mal Intelligenz, denke ich mal. Dann haben wir Soos. Da wirklich Deadline noch ein bisschen Geld. Du kannst. Ja, was kannst du eigentlich? Hier sind wir voll. Da sind wir auch voll. Es würde tatsächlich nicht schaden, wenn du Stärke trainierst. Weil wir bräuchten sowieso demnächst mal einen zweiten Superreaktor. Aber was steht ihr denn noch hier? Shop Andersen? Oh Gott, du hast noch keine Nummer. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir mit dir irgendwas Spezielles vorhatten. Du bist ja schon fast 25. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Oder gehört das jetzt schon jemandem? Ich weiß es nicht. Die 12. Was machen wir mit der 12? Wen haben wir noch? Die 8? Ach, du hast ja schon Stärke voll. Okay, dann bleibst du hier. Dann trainier. Ach du kannst ja gar nicht Stärke trainieren. Stärkeraum ist voll. Der Löwe! Ja, Mensch. Der Alte. Dann bist du die Nummer 02, glaube ich jetzt, ne? Die ist noch frei, ja. Dann bist du jetzt 02. 02. Ne? Der Anzug kann weg. Der neue Löwe, der hat ja momentan sowas an. Hab ich recht? Ja. Sehr schön. Sag Bescheid, wo du raus willst. Ich glaube, wolltest du sogar. Guck mal nach. Der Löwe. Ja, ich möchte die von den Quests übrig geblieben sind. Alles klar. Scheiße, was muss ich noch machen? Ich muss auch gucken, wie viele Reds übrig geblieben sind. Weil jetzt die Tage da jetzt überhaupt gar keine Zeit. Ich habe die meiste Zeit habe ich gepennt, weil ich so fertig war. Ich weiß nicht, warum ich die letzten Tage so fertig bin. Das macht mich fertig. Ich habe gestern zum Beispiel bis 16 Uhr geschlafen. Ich bin derzeit in der Nachtschicht. Und ich bin um 6 schlafen gegangen. Das heißt, ich habe 10 Stunden geschlafen. Und ungelogen, ich wurde ab 2 Uhr morgens schon richtig, richtig müde. Ich war schon richtig fertig. Keine Ahnung, was das derzeit ist. Ist das der Frühling? Macht der mich fertig? Oh. Wirst du es schaffen? Aber es sieht gut aus. Du hast eine ansatzweise gute Waffe. Hey, ich könnte den Anzug gebrauchen. Wenn du zurückkommst, könnt ihr mir leihen. Das könnte tragisch werden, Joshua. Ja, ich glaube, das wird nichts. Es sind noch 5 Raider waren hier drin. 5. Einmal schön mit dem Raketenwerfer hier rein. Pfiuh, alle wären weg.
Ja, gut, Joshua, ich glaube, das war's mit deinem Spaziergang. Ich schicke dich mal zurück, bevor du mich Geld kostest. Du bist nämlich tot. Ja, gut. Weit bist du nicht gekommen, Joshua. Es war ein Versuch wert. Hättest du Stims oder so dabei gehabt, wäre es gut ausgegangen, aber so. Man muss auch mal Pech haben können, ne? So. Ja, wir hätten die Weekly machen sollen. Ah, ich wollte ja eigentlich, ne? Aber es ging nicht. Aber das können wir morgen machen. Wenn ich morgen die Weekly mache, Stufe 41. Wir machen morgen die Weekly. Da bekommen wir bestimmt um die 20.000, hoffentlich. Und dann wäre das auf jeden Fall geregelt. Falls sie nicht länger als ein Tag. Die laufen bestimmt länger als ein Tag, die Spartans. Ich wollte schon was anderes sagen. So, somit haben wir den letzten. Alle drei zusammen. Sehr schön, das freut mich doch. So, was machen wir jetzt aber mit unserem Geld? Wie viel Platz haben wir jetzt im Lager? Ach ja, wir müssen noch die alten Sachen vernichten. Sehr schön. Wie sieht es jetzt momentan im Shop aus? Ich glaube, der Löwe hat sich. Oder sich was gekauft? Nö. Ja, ich habe ja gesagt, ihr könnt euch ruhig Stims kaufen. Ich werde das später abziehen. Und ich meine, ihr werdet euch sowieso nicht mehr als 25 Stims kaufen. Von daher passt das eigentlich schon. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ich lege jetzt los, damit die alten Videos nochmal zu bearbeiten, damit das alles endlich mal geschafft ist, solange ich noch fit bin. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann kann ich auch den Löwen losschicken mit seinen Stimpacks. Haut rein, euer Zero. Tschüss.